Willkommen zurück bei TKKG 11 Film ab, das Let's Play mit mir und wir sind jetzt im dritten Part und haben gerade von Sissy, der Kollegin von Herrn Bodonski, die jetzt auch in der Apotheke arbeitet, einiges über Drogen erfahren. Ja, wir haben jetzt mit Gabi schon mit ihr gesprochen, aber noch nicht mit den anderen. Seit wann gibt es, ist Ecstasy nun so richtig ver... Okay, das hatten wir beide schon. Okay, schade, wir können... Ist Eck 19... Ah, das kann man jetzt wegklicken in den neuen Spielen. Das ist ja ganz cool. Okay, hier ist nur Herr Wodonski. Kann ich für Sie nicht mal wieder Medikamente... Wie gut kennen Sie sich mit Drogen aus? Ah, das konnten wir doch mit Tim anklicken. Wir müssen uns gleich mal gucken, ob vielleicht bei den anderen auch nochmal Sissy kommt. Keine Macht den Drogen. Man kann es gar nicht oft genug sagen. Die Jugend braucht gute, vor allen Dingen standfeste Vorbilder. Darum machen oft prominente Sportler Werbung für ein drogenfreies Leben. Es heißt nicht umsonst, ein gesunder Geist in einem gesunden Körper. Ja. Aber es wäre irgendwie mal cool. Wenn da auch mal Sissy käme bei den anderen. Durch dieses neue Menü in den neuen Spielen ist es halt so, dass man viel einfacher hier von A nach B kann. Okay, Sissy gibt es anscheinend nur bei... Können wir... Ach genau, wir können hier nochmal Sissy die Droge zeigen. Das haben wir noch nicht gemacht. Was meinst du zu dieser Tablette, Sissy? Wir ermitteln in einem Fall und haben den Verdacht, dass jemand auf dem Schulhof dealt. Auf den ersten Blick? Sieht es wie eine Ecstasy-Tablette aus. Aber diese Sorte kenne ich nicht. Es kann sein, dass da noch andere Stoffe untergejubelt worden sind. Man müsste sie genauer untersuchen. Kannst du das für uns machen? Man könnte sie im Hinterzimmer zerkleinern und unter das Mikroskop legen. Aber wenn Herr Brodonski das mitbekommt... Nein, nein, das ist mir zu riskant. Ich würde es auch selbst machen, wenn Herr Brodonski mal nicht da ist. Wie gesagt... Lieber nicht. Tut mir leid, Gabi. Ach, bitte. Seit wann gibt es Ecstasy? Ist Ecstasy nun so richtig verboten? Ja, gehen wir mal ins Hauptmenü. Wir haben ja, also irgendwie habe ich ja jetzt gerade schon alles gemacht, was man hier machen kann. Wir schauen mal die Notizen an. Die erste hatte ich ja schon vorgelesen im ersten Part. Dann kommt also Notiz Nummer 2. Auf dem Schulhof lag eine Tablette und so weiter. Sah so das Bonbon aus. Nummer 3, da steht halt ja, okay, Gabi sagt, das sah so ähnlich aus, aber hier mit Smack Beauty und so weiter und so fort. Viertens, auf dem Plakat ist, in der Apotheke ist die abgebildet. Und fünftens, Sissy meint, dass da auch noch andere Sachen drin sein könnten. Aber Sissy hat keinen Bock, die Tablette zu untersuchen. Ja, das wissen wir. Welcher jetzt? Können wir die nochmal zeigen? Nein, offensichtlich nicht. Wie viele Ecstasy? Diese Tablette hat mir noch. Ja. Aber es ist gut, dass man das wegklicken kann. Ah, man kann jetzt hier draufklicken. Auf den Liebe macht Laune Ständer hier. Sehe ich richtig? Ja, sicher. Liebe macht Laune. Was haben denn diese Artikel mit meiner Lieblingsserie zu tun? Was denn? Deine Lieblingsserie ist das auch? Es sind Merchandising-Artikel. Merchandising bezeichnet den Verkauf aller Produkte rund um eine Serie oder einen Film. Damit verdient die Produktion viel Geld. Ich habe mir neulich eine Tasse gekauft mit Mikey Hobler drauf. Oh. Den finde ich richtig süß. Schade, dass er keine Autogramme gibt. Wenn ich Sissy ein Autogramm besorgen könnte, würde sie mir bestimmt einen Gefallen tun. Ja, das kann natürlich sein. Aber das geht ja wohl nicht. Seit wann gibt es... Ist Ecstasy nun so richtig verboten, oder... Ist 19... Hä?
Ja, können wir hier noch irgendwas anklicken oder wieso konnten wir jetzt nochmal hin? Also irgendwie kommen wir nicht so richtig weiter jetzt schon. Ich guck nochmal in die Notizen. Da gibt es jetzt wahrscheinlich was Sechstes. Ah ja, hier. Ja, vielleicht hilft Sissy uns weiter, wenn wir einen großen Wunsch erfüllen. Das hier ist übrigens, kann ich ja schon mal verraten. Also in den neuen Spielen gibt es halt immer einen Bereich oder oft einen Bereich, der halt, wo man noch näher ran kann. Hier zum Beispiel das Filmgelände. Und da kann man nachher halt zu verschiedenen Orten. Jetzt können wir da aber noch nicht hin. Das Ding ist, da könnten wir halt vielleicht ein Autogramm bekommen. Aber noch eher nicht. Vielleicht gehen wir nochmal zu Klößchen. Ich eile. Nicht weggehen. Nun aber. Gibt's irgendwas Neues? Und wenn wir eine dieser Obdachlosen zeigen. Hatten wir schon. Das ist ja immer irgendwie blöd. Hier ist immer nur der Bodonski. Kann ich für Sie nicht mal... Wie gut kennen Sie sich mit... Gehen wir nochmal mit den anderen zu Klößchen. Ja, hier kann man halt mit Klößchen selber echt nichts machen. Ich probiere nochmal mit den anderen zu Klößchen zu gehen. Moment! Moment! Ich komme schon! Geschafft! Ich komme vielleicht nicht so locker. Dass er verdächtig ist, behalten wir lieber für uns. Ja. Okay, das erzählen wir eh lieber nicht. Aber trotzdem müssen wir irgendwie an ihn rankommen. Also, wir waren jetzt ja gerade schon mal mit Gabi und Klößchen auch bei Klößchen. Dann gehen wir noch mit. Moment! Moment! Ich komme schon! Geschafft! Mit Karlin? Ich komme vielleicht nicht so locker mit dem Referat vor. Ach, das hatten wir gerade auch schon, ne? So, dann gehen wir nochmal mit Tim zu Klößchen. Ja doch, der Herr des Hauses ist längst unterwegs. Autsch, blöde Kante. Oh, da passiert was. Hey Klößchen, sind deine Eltern noch lange in Südamerika? Eine Woche soll's wohl dauern. Sie hocken auf einer Tagung in Brasilien. Es geht um die Züchtung einer neuen Kakaopflanze, die nicht mehr so anfällig ist gegen Schädlinge. Wegen dem gab es letztes Jahr erhebliche Einbußen bei der Ernte. Das klingt ja fast so, als würde eure Existenz auf dem Spiel stehen. Ja. Ein Sauerlich gehört in seine Villa und nicht auf die Straße. Und daran wird sich nichts ändern. Lass es dir gesagt sein. Ja. Oh, wir können hier... Geht ihr so mit eurem Material fürs Referat um? Das ist ja ganz zerknickt. Was? Ach so... Nein, nein, das ist bloß meine Fernsehzeitschrift. Du kannst gerne einen Blick hineinwerfen. Ja, sehe. Liebe macht Laune. Schon wieder diese Seifenoper. Ach, an der kommt niemand vorbei. Und dann kommt noch drei Bengel für Shirley.
Was haben wir denn hier noch so? Gummi. Deutschland, Norwegen. Qualifikationsspiel zur Europameisterschaft in 2005. Also das ist ja auf jeden Fall nicht Fußball. Denn da gab es 2005 keine Europameisterschaft. Ja. Zwischen Eddie und Sven funkt es gewaltig und so weiter. Wir klicken mal das hier an. Das ist ja interessant. Hör dir mal an, Klößchen, was hier über Liebe macht Laune steht. Gedreht wird die Serie in den Grüneberg-Studios. Seit den 50er Jahren bekannt als Schmiede kleiner Stars und großer Talente. Bestes Beispiel das Debüt des draufgängerischen Doremi Fasso in Der Schlosser von Rimini. Er war der erste Schauspieler, der von Grüneberg aus dem Ruf nach Hollywood folgte. Grüneberg-Studios? Das liegt doch auf dem Gelände an der Doremi-Fasso-Straße. Demnach wird Liebe macht Laune in unserer Stadt produziert. Dort treibt sich Mikey Hobler bestimmt herum. Suchen wir also nach dem Knirch auf dem Szenenfoto. Das machen wir. Schon Folge 1440? Wie lange läuft denn die Serie schon? Wenn ein Jahr hat ungefähr 360... Also sagen wir mal, es gibt ja 52 Wochen, wenn man sagt, dass ein Wochenende läuft es nicht, das heißt, wir kommen vielleicht auf 250 Folgen pro Jahr, das heißt, die Serie läuft schon über 5 Jahre. Und jetzt auf einmal. Oh-oh. Manchmal weiß ich nicht, ob ich die Villa überhaupt verlassen sollte. Mir graust davor, dass hier sofort jemand einsteigt, sobald sie unbeaufsichtigt ist. Ach was, du siehst Gespenster! Wenn jemand gewaltsam einzudringen versucht, geht doch die Alarmanlage los. Genau. So, aber durch diesen tollen Hinweis aus der Fernsehzeitung können wir jetzt zum Studiogelände, aber erstmal nur zum Pförtner. Grüneberg. Ob ich da so einfach hineinspazieren kann? Probieren wir einfach mal. Hallo? Dein Geländeausweis, Junge. Ja. Entschuldigung, darf ich auf das Gelände? Kein Durchgang ohne Genehmigung. Vorschrift ist Vorschrift. Okay, wir haben exakt gar keinen Ausweis. Ja gut, ich weiß nicht, die anderen werden da wahrscheinlich auch nicht raufkommen. Wir probieren es aus. Das Gelände, auf dem Liebe macht Laune gedreht wird. Nanu, warum geht es nicht weiter? Moment mal, dein Geländeausweis. Ich möchte auf das Studiogelände. Geht das? Da muss ich dich enttäuschen. Ohne Genehmigung läuft nichts. Okay, also wir brauchen einen schönen Ausweis. Wir versuchen es jetzt nochmal mit den anderen beiden kurz. Irgendwo da hinten könnte sich Mikey Hobler aufhalten. Wahrscheinlich. Hier klemmt's ja. Junger Mann, dein Geländeausweis. Sagen Sie, guter Mann, wie komme ich auf das Gelände? Gar nicht, guter Junge. Es sei denn, du legst mir eine Genehmigung vor. Oha. Und Gabi probiert's auch nochmal. Und wo sind nun die Schauspieler? Hä? Dein Geländeausweis, junge Dame. Hallo, ich bin ein großer Fan von Liebe macht Laune. Darf ich auf das Studiogelände? Tut mir leid, das geht nicht. Es sei denn, du gehörst zu einem Fanclub und kannst dich entsprechend ausweisen. Vielleicht weiß ja unsere Sissy, wie das geht, denn die ist ja auch großer Fan der Serie. Wie findest du das? Oh! Das ist übrigens auch noch ein neues Feature quasi von diesen neuen Spielen. Manchmal kommt sowas mit 5 Fragen. Und zwar sind das diese hier. Was gefällt dir an Mikey Hobler besonders? Wie findest du das Mädchen in das Sicht? Warum gibt Mikey keine Autogramm? Weißt du, wie man auf das Filmgelände Grüneberg kommt? Was hältst du von der Abkürzung für Liebe macht Laune? Limala, oder was? Weißt du, wie man auf das Filmgelände Grüneberg kommt? Das ist doch der Punkt. Ah, du willst wohl hinter die Kulissen von Liebe macht Laune schauen. Wusstest du, dass ich einen Fanclub leite? Wir haben eine limitierte Stückzahl an Ausweisen, mit denen man auf das Gelände darf. Aber er gilt nur für das weibliche Geschlecht. Ich kann dir meinen leihen. Ich habe es nie geschafft, zu Mikey vorzudringen. Vielleicht hast du ja Glück. Super, das ist total nett von dir. Ja, mega nice. Dann gib her. Der sieht ja super aus. Meine Mädels mussten tief in die Clubkasse greifen, aber da
Das war es wert. Cool. Okay, also der kostet ordentlich Cash. Jetzt dürfen die da aufs Gelände und dann? Egal, wir können auf das Gelände. Hey Gatekeeper, hey Gatekeeper, I keep my gate for you. Dreh dich mal um, Maya. Da kommt dein erster Pop-Fan. Maya Kleinschmidt? Aus Liebe macht Laune? Für meine Fans einfach nur Maya. Oh. Ja, da haben wir ja schon den ersten Star getroffen und wir sind noch nicht mal auf dem Gelände. Kannst du mir ein Autogramm von Mikey Hobler besorgen? Von Mikey? Da bist du bei mir in der falschen Adresse. Außerdem geizt er mit seiner Unterschrift. Aber wenn du eins von mir haben möchtest? Ein andermal vielleicht. Oh, da hat sie böse geguckt. Ja, das war's erstmal mit diesem Part hier, würde ich sagen. Und im nächsten Part gehen wir dann auch aufs Studiogelände. Bis dann, ciao.